Die Start-up-Szene in der Region Neckaralb ist bunt, vielfältig und groß. Die IHK Reutlingen meldet allein für das Jahr 2020 mehr als 3.500 Existenzgründerinnen und Existenzgründer. 53 junge Unternehmen aus der gesamten Region präsentierten sich den ganzen Tag in der AIDA-Halle beim Innoport in Reutlingen. Denn dort fand unter dem Motto Ignitions die diesjährige Gründermesse Neckaralb statt. In dieser Halle wird an der Zukunft gearbeitet. Wo hier ein Roboter-Fahrgeschäft die Besucher begrüßte, sollen später einmal künstliche Intelligenzen für automatisiertes Fahren entwickelt werden. Doch um eine Firma zu gründen, braucht es weder Hightech noch KI. Viele Geschäftsideen kommen aus dem Alltag und versuchen, diesen besser zu machen. Beispielsweise ein Fahrrad, das für jedes Wetter geeignet ist. Oder der Joe-Bob, ein Modul für Stehtische, das auch die Teilhabe von Kindern oder auch von Rollstuhlfahrern ermöglicht. Also ich war unterwegs mit meinem kleinen Sohn und er hatte genau das Problem, dass er an einem Stehtisch stand und sich extrem ausgegrenzt fühlte und ziemlich frustriert war, weil er nicht selber an seine Pommes und an seine Limo gekommen ist. Und dann war so die Frage, Mensch, dafür muss es doch eigentlich eine Lösung geben. Und dann auf die Suche gegangen, gibt es denn schon eine Lösung? Nichts gefunden und dann war die Überlegung, das nicht selber umzusetzen. Selber machen, loslegen, Bedenken beiseite schieben. Eine gute Geschäftsidee ist die Grundvoraussetzung für das eigene Unternehmen und der erste Schritt. Für das, was danach kommt, gibt es Berater, Anlaufstellen und Experten, die sich ebenfalls auf der Messe präsentierten. Ganz wichtig ist, dass man sich von Anfang an gut mit seiner Geschäftsidee auseinandersetzt. Dass man guckt, wer sind die Marktbegleiter, was ist mein Alleinstellungsmerkmal, wie sieht es aus mit meiner Finanzierung. Also die gute Planung ist schon mal die halbe Miete, sage ich. Elisabeth Rehfeld und Rebecca Müller haben sich mit einem EMS-Raum, eine Art Fitnesscenter in Gummaringen, selbstständig gemacht. Dabei geht es darum, die Muskeln elektrisch zu stimulieren. Das soll das Training effektiver machen. Neu ist, dass es bei ihnen kabellos funktioniert. Der Anfang war für die jungen Unternehmerinnen nicht immer einfach. Es gab schon Schwierigkeiten, vor allem wir waren damals, ich war 24, sie war 27, gerade aus dem Studium raus und ja, mach dich mal selbstständig. Natürlich haben wir unsere Chefs gefragt und unseren Lizenznehmer damals, der uns da unterstützt hat, aber zur Bank gehen, Kredit beantragen, Businessplan, das war schon alles mit Aufregung verbunden. Aber im Großen und Ganzen sind sie jetzt froh, sich für die Gründung entschieden zu haben. Unter die Gründerinnen ist auch Lara Schuhwerk mit ihrem Albstädter Unternehmen Beneto Foods gegangen. Die Pasta, die es hier gibt, besteht aus Grillenmehl. Ihr Studium in China brachte Lara Schuhwerk auf die Idee, Insekten als Nahrungsmittel auch im Westen einzuführen. Da haben wir einen ganz eklatanten Unterschied zwischen Grillen oder grundsätzlich Insekten und dem herkömmlichen Fleisch, nämlich der grundsätzlich in der Ressourceneffizienz begründet liegt. Also Insekten verbrauchen 2000 Mal weniger Wasser, 200 Mal weniger Fläche, 100 Mal weniger CO2-Emissionen und 10 Mal weniger Futtermittel, um allerdings die doppelte Menge an Proteinen zu erzeugen. Insekten als Proteinquelle, für viele noch gewöhnungsbedürftig. Doch die Grillenmehlprodukte erfreuten sich immer größerer Beliebtheit, so Schuhwerk. Direkt gegenüber gibt's Mehlwürmer und Mehlkäfer. Allerdings sind die für die Tiernahrung gedacht, vorerst. Insbesondere Hühner und Fische lieben diese Insekten, die fahren wirklich darauf ab. Auch als Haustierfutter haben wir schon sehr, sehr gute Resonanzen bekommen. Hunde, die das als kleines Snack, als Leckerli benutzen, lieben dieses Zeug. Wie auch immer die Geschäftsidee aussieht, ob individuell geschneiderte Brautmoden, die eigene Konditorei mit Törtchen und anderen Leckereien oder eine leuchtende Kachel. Eines, so betonen die Unternehmer und Experten, sei besonders wichtig. Netzwerken, Netzwerken, Netzwerken. Es ist so wichtig, Menschen kennenzulernen. Der eine kennt den anderen. Das ist extrem wichtig. Und am Anfang, wenn ihr euch überlegt, sollte ich das tun, ist mein Slogan, nicht getan, habe ich schon. Oder auch einfach loslegen. So kann die Gründermesse auch ein Anreiz für künftige Gründer sein, ihre Geschäftsidee zu verwirklichen.